Hallo und herzlich willkommen zum ersten Videotutorial in Buchführung. Ja, wir wollen hier das Eigenkapital der Firma Kettler ausrechnen. Hier haben wir Inventar davon. Aufgebaut ist es in A und B, also Vermögen und Schulden, wobei dann das Vermögen in Anlagevermögen, also die festen Werte, Gebäude, Werkstatteinrichtung und Umlaufvermögen, also alles was in Umlauf ist, Waren, Forderungen, was wir noch an Geld bekommen, das Bankkonto und der Kassenbestand haben, und hier bei B Schulden, hier ist es gegliedert in langfristige und kurzfristige Schulden. Hier muss man zwei Summen bilden, einmal die Vermögenssumme und die Schuldensumme, und die Differenz davon ergibt dann den tatsächlichen Wert dieser Firma. So, wir sind hier in Excel, das heißt, wir können uns hier einem Vorteils bedienen. Wir können hier diese Felder alle als Beträge formatieren. Der Vorteil ist jetzt, wenn ich hier eine Zahl eingebe, wird automatisch daraus die Tausender-Trennung, die Cent-Abtrennung und das Euro-Zeichen eingefügt, und spare mir hier etwas Tipparbeit. Um jetzt die Summe auszurechnen, brauche ich hier einfach eine Formel. Das heißt, ich gebe hier gleich ein, ist gleich Summe, Klammer auf, und kann dann diesen Bereich hier entsprechend zusammenrechnen. Wichtig ist, die Formel abzuschließen mit einer Klammer, und dann mit Enter wird mir die Summe angezeigt. Hier oben übrigens, die mittlere Spalte, die wird immer verwendet, wenn es von einer Position, also hier Gebäude, mehrere Unterkategorien gibt. Also hier haben wir ein Werkstattgebäude und ein Lagerschuppen, und die werden dann praktisch in der mittleren Spalte aufgeführt. Und man kann das hier ebenfalls machen, indem man hier einfach sagt, ist gleich Summe, Klammer auf, und dann markiere ich eben diesen Bereich hier, Klammer zu, und habe hier dann die entsprechende Summe. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich klicke hier rein, da wo die Summe hin soll. Dann verwende ich hier dieses Summensymbol. Allerdings rechnet er hier nur die Zahlen über dieser Zelle zusammen, und da ist nur ein Wert, und dann habe ich hier eine Leerzeile, und Excel meint hier, naja gut, das muss ich hier nicht mehr zusammenrechnen, also kann ich hier mit der Maus nachhelfen. Das heißt, ich markiere hier diesen Bereich, ziehe die Markierung nach unten, und automatisch gleicht sich das in der Formel an. Jetzt habe ich hier die Summe der Schulden, und dann kommen wir zum Bereich C, Ermittlung des Reinvermögens. Hier brauche ich jetzt nicht die Werte nochmal manuell eingeben. Ich kann hier einen Bezug setzen. Das heißt, ich sage hier einfach ist gleich, klick auf diese Zelle, ist gleich F14, und dann wird dieser Betrag nach unten übertragen. Das gleiche kann ich auch hier machen mit den Schulden. Ich klicke auf diese Zelle, da steht dann hier F ist gleich F21, und hier wird ebenfalls der Wert von unten übertragen. Falls sich oben Werte ändern, wird es automatisch berechnet. Das ist der Vorteil hier in Excel. So, und jetzt wollen wir endlich wissen, was die Firma denn wert ist. Wir rechnen hier also einfach, ist gleich das Vermögen minus die Schulden. Ich klicke also hier nur die Zellen an und sage Enter, und dann haben wir das Eigenkapital.